Herzlich willkommen zum Let's Play von Doom 3. Viel erzählen kann ich leider nicht dazu. Ich kenne zwar schon, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie mehr gespielt. Ich weiß auch, dass es eine neue Version von Doom 3 ist. Also bessere Aufrundung, bessere Grafik und so weiter und so fort. Und fangen wir mal an. Ganz normal, Doom 3, ja, Code fertig. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Ja. Ist das normal so, dass das nicht mitkommt oder ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Das Spiel ist von 2008, glaube ich. Transporter im Anflug erfasst. Ursprünglich von 1998. Er wurde 2008 nochmal. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Alles verbessert. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Ich hab's verstanden, Tower. Noch nie gespielt. Ja, wir also, haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Sagen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower hier, Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. So. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Andere sagen, warum ich es nie gespielt habe oder ich kann aber nicht zu. Und ja, ich habe mir auch früher so nicht für sowas nicht interessiert. Und auch so ging, also früher die PC jetzt nicht dafür gehabt. Ja, ich weiß. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich am Empfang ja, werden. Ja, ist ja gut. Auf jeden Fall habe ich noch nie gespielt und ich bin ein Neuling in der wichtigsten Forschungsstätte von Union Aerospace. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Ja, ich muss hier raus. 1 und 2 war glaube ich in 2D. Das halte ich mal, es ist da auch drauf auf dem Spiel hier. Also ich habe mir eine Collection gekauft. Und ja, das ist nicht so ein Ding, also. Ich spiele es einfach und lasse mich überraschen, was passiert. Es soll nicht so schreckhaft sein, soll es nicht. Ich rede zu viel. Ja, mach weiter. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert noch eine Sekunde. Wenn keine Beine habe, ist wohl schlecht. Okay, ich fange dann mal an. Du musst schneller. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Daten werden am Bediener. Im Namen der UAC willkommen in Mars City. Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen. Achtung, Direktor Banks, bitte melden Sie sich bei der Verwaltung.
Der November steht auf dem Mars ganz Zeichen Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der UAC zu jeder Zeit einzuhalten. Kein PDA. Dazu gehört, sich nur in den freigegebenen Bereichen zu bewegen, stets wachsam zu bleiben. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal. Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Das nennt man heute Handy. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Ja, folge den Schildern. Privat. Ja, ja. E-Mail. Fahr. Ist das mein Name auch noch? Nein. Willkommen auf dem Mars, Marie. Ich möchte Sie hier, unseren Heimatfan der Heimat, willkommen heißen, hä? Versuchen, ihn auch mal zu angehen, wie die zu gestalten. Sollten Sie etwas benötigen, würde Ihr Vorsitzender Ihnen gern weiterhelfen. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, einige der großartigen Anwendigkeiten für unsere Mitarbeiter zu nutzen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die technische hochsicherheitsintensiven Tests und Studien durchgeführt werden. Und Sie bitten, Sie nicht im Bereich aufzuhalten, für die Sie keine Freigabe haben. Wenn Sie Hilfe brauchen, wird Ihnen jedes Mitglied der Sicherheitsteams gern weiterhelfen. Wollen Sie grüßen, Dr. William Banks. Ja, über Outlast werde ich nicht alles durchlesen. Das ist mir egal. Ich denke mal, ich bin nicht der Erste, der das spielt. Ich denke mal, es sind alle anderen, die das spielt, die das spielen. Die Geschichte. Mars City ist eine rauchfreie Einrichtung. Ist ja gut. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Muss ich meinen, danke für Ihr Verständnis. Mal selbst nicht dazugeben. Das kann man dort, oder? Yo. Wo ist mal Marine? Muss ich da hoch, oder wie? Ach ja. Ich bin müde. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Sie alle gleich aussehen. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt. Ein Produkt. Keine Sorge. Sie bekommen ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Ja. Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Ich auch nicht. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Finde ich auch. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Ja. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger. Delta eingeschlossen. Der ist ja da gibt Betruger es doch sicher gesagt. Keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swan, bleiben Sie mir vom Hals. Betruger, hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Zugang verweigert. Ah, Mann, du Idiot. Ja, ich habe die Anzugtypen auch gesehen. Irgendwas macht der UAC wohl Sorgen. Data soll es noch mehr Unfälle gegeben haben. Nein, verstanden habt ihr durch. Achtung! Dr. Braddock, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Du musst dich sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Hier ist die Leitung des Delta-Wissenschaftsteams. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam für Delta an. Ja, Sir. Danke. Das hat ja gedauert, Marine. Nun, es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Seh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City.
Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt. Ja, werde ich wohl schaffen, oder? Ja, geh. Geh fort, dummes Vieh. Ich folge dir. Unbemerkt. Achtung, UAC-Mitarbeiter. Möchten Sie mehr Credit sammeln? Ja, melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungsleiter als Freiwilliger für das Delta-Labor. Weißt du, was Carter gesagt hat? Nein, was? Der UAC liegt die Lebensqualität Ihrer Mitarbeiter am Herzen. Nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Willkommen auf dem Mars Marine. In dieser Einweisung erhalten Sie Informationen über einige Standardprozeduren hier auf dem Marsposten. Zunächst die Befehlskette. Alle Rekruten unterstehen Master Sergeant Thomas Kelly. Sergeant Kelly teilt sie einem Sicherheitstrupp unter der Leitung eines Sicherheitschefs zu. Für Fragen zu Ihren Aufgaben ist Ihr Sicherheitschef zuständig. Bleiben Sie im Dienst in Ihrem Patrouillengebiet. Bei der Einteilung der PGs wurde auf überlappende Sicherheit... Habe ich nicht mehr? Noch ein drauf, wo ich irgendwie PDA irgendwas finden sollte. Guck mal.
396. Ein bisschen geschummelt. Ich habe mit meinem iPad vorliegen und die Codes alle auf den Links stehen, Internet stehen. Ja, habe ich alles bereit. Lift. Ah, so. Jetzt verstehe ich. Willkommen im Verlies Marine, dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe, dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Okay, nimm dein Zeug. Jetzt bist du einsatzbereit. Testen wir kurz den Funk. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Gutes Signal. Was eine Scheißwaffe. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Dann mach doch mal du wirst auf. Kurz draußen sein und kannst dir die Mars-Oberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Ich hasse mich. Okay, du bist bereit. Ach ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an rumzuschießen. Schade, schade, schade. Hey, du suchst den Wissenschaftler, richtig? Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Hä? Machst du da? Kann man hier schießen? Hör nicht auf mich, ich hab keine Ahnung. Ach so. So wie alle anderen hier. Mann, Scotty, das hab ich schon tausendmal gemacht. Scotty. Wer ist das? Warum kriegst du da nicht mit deinem Fett? Könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, so. Mann! Schleichen Sie sich immer so ran! Die Hunden sind eh schon alle nervös wegen der seltsamen Dinge, die hier vor sich gehen. Klappe. Oh. Bums. Ich sehe gar nichts, oder wie? Ich sehe kein... Bisschen. Hallo. Strom ausgefallen oder was? Jetzt, ich sehe wirklich nichts. Treppen noch nicht mal. Was denn? Hey. Bist du auf dem Weg ins Kommunikation? Oh, da kann man ja schießen. Wusste ich aber nicht. Tja. Okay. Hoppala, das wollte ich nicht. Das wollte ich erledigen. Das war bedauernswert. Okay, ich wollte es doch. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht...
Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Zwei. Der Teufel ist real. Was? Der Teufel? Ich baute seinen Käfig. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten. Das gibt's ewig. Steh uns bei. Ja. Scheiße. Alle Einheiten, hier Sergeant Kelly. Sie werden von einem unbekannten Feind angegriffen. Alle Mann zurück zum Hauptquartier und dort... Ich glaube... Turnieren. Es reicht für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.